Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen TSK News. Ja, vielleicht hört ihr schon, musste mein neues Headset wieder dranhängen. Ja, ich habe gerade hier so mit den Fingern gemacht. Null. Ja, mein neues Headset wieder dranhängen mit der beschissenen Mikroqualität. Irgendwie hat mein altes Headset jetzt einen Knall und jetzt musste ich das leider wieder zur Sicherheit mal so, na gut, zur Sicherheit nicht so, keine Angst, zum Ersatz nehmen. Ja, ich habe ein paar sehr wichtige Sachen, die ich ansprechen muss. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, vielleicht auch 6 Sachen. Ich möchte das eigentlich in 5 Minuten jetzt erledigen. Ja, das erste ist mein Mario Kart, beziehungsweise unser Mario Kart V-Clan. Was heißt unser? Ja, ihr kennt doch das Unboxing von den Controllern. Und Nico und ich haben einen, Mario Kart Clan mit bis jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Membern. Der ganze Mario Kart Clan nennt sich German Bike Racers. Und GBR ist ja abgekürzt, also ist unser Clan-Tag. Wir haben bis jetzt nur einen Clan-War gehabt und ihr könnt auch gerne auf unsere Seite kommen. German Bike Racers. Moment, dass ich es falsch mache. Ja, germanbikeracers.de.vu. Den Link werde ich auf jeden Fall nochmal unten in die Kommentare schreiben. In die Beschreibung. Bikeracers.de.vu. Ja, genau. Ich finde die Seite recht geil, hat noch ein bisschen Mühe gemacht, ist noch nicht ganz fertig, auf jeden Fall könnt ihr dort auf Join Us klicken und dort könnt ihr euch dann bewerben. Falls es nicht funktioniert, schreibt mir eine PM in YouTube mit dem Betreff Mario Kart Clan. Dort, falls ihr auch einen Mario Kart Clan habt, könnt ihr per Fight Asus dort ein Formular ausfüllen und dann steht da Datum und sonstiges und könnt mich da anfragen, ob ich gerne ein Clan-War gegen euch machen wollte. Ja, unser Clan ist recht neu. Falls ihr auch neu seid, Mario Kart Wii. Also wir machen auch spätere Mario Kart Clans, denken wir mal. Falls ihr Mario Kart Wii gerne spielt oder falls ihr neu angefangen habt und einen Clan wollt, kein Problem. Wir machen Training, wir trainieren euch auch, wir geben euch Tipps, kein Problem. Einen YouTube-Channel wollen wir auch jetzt machen. Da habe ich mir auch schon was Schönes überlegt, aber das kommt dann später nochmal. Ja, was kann ich denn jetzt noch sagen? Ja, zu dem Clan nicht mehr. Da jetzt Mario Kart Wii die Ansprache war, ein Mario Kart Wii Let's Play kann ich nicht sagen. Ich erzähle das mal so. Einige haben mich gefragt. Hier, wie sieht's aus? Hast du nicht mal Lust, so Mario Kart Wii Let's Play zu machen? Mich gefragt, warum denn überhaupt? Ja, Mario Kart Wii ist recht geil, also es guckt sich cool, man kann viel Scheiße dabei erzählen und ja, habe ich gesagt, hier, aber ich habe doch schon das Together mit Match für, ne? Schickt das nicht. Also, du kannst das ja lassen mit dem Together, also das schauen auch viele gerne und habe ich gedacht, Mario Kart Wii Let's Play würde mir gefallen, das macht nicht viel Arbeit, außer die paar Ladezeiten da vielleicht dann mal rausschnippeln, aber das ist auch nicht das Problem. Ja, dazu gehören würde von meiner Seite jetzt aus der Offline-Modus. Dazu Charaktere freischalten, alle Grand Prix durchspielen und sowas. Ich glaube, das ist verständlich. Und dann würde dazu gehören der Online-Modus. Solange bis ich Bock habe. Also wirklich, falls ich dann bei 8000 Punkten keinen Bock mehr habe oder so, dann ist da auch Schluss. Wollt ihr ein Mario Kart Wii Let's Play sehen? Das Together mit Matchbunde wird natürlich weiterlaufen, weil das liegt mir sehr im Herzen, weil das macht mir einfach riesig Spaß. Und ja, wollt ihr ein Mario Kart Wii Let's Play sehen oder nicht? Bitte in die Kommentare schreiben, ist sehr wichtig. So, das nächste Thema ist nochmal vielen Dank an Nico für die Controller. Wir sind schon fast für 5 Minuten, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Vielen Dank nochmal für die Controller, also falls ich nochmal helfen kann, einfach sagen. Das nächste Thema ist das Skyrim Let's Play. Benny will wahrscheinlich ein Skyrim Let's Play anfangen. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Sein Fraps funktioniert wahrscheinlich auch jetzt wieder. Beziehungsweise ich hoffe mal, er kann jetzt bald anfangen, das zu Let's Playen. Ich glaube, er schafft es auf jeden Fall. Ich würde es mir nicht zutrauen, weil es dann doch sehr langwierig ist. Aber ich glaube, Benny schafft das. Oder ich weiß, dass es Benny schafft. Ein sehr interessantes Spiel, das, denke ich mal, noch viele interessieren wird. Und da möchte ich nochmal gerne wissen von euch, was wollt ihr regelmäßiger? Wollt ihr Ape Escape regelmäßiger? Wollt ihr Banjo-Tooie regelmäßiger? Battlefield 3, das jetzt auch bald kommen wird? Ich glaube, ich habe es jetzt zum zweiten Mal aufgenommen, ich muss es nochmal ein drittes Mal aufnehmen, so ein Kack. Ich habe das falsche Format aus Versehen ausgewählt. Battlefield 3 oder habe ich was vergessen?
Ja, dann Mario Kart Wii halt eben. Also ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ja, und dann möchte ich nochmal sagen, dass unser Gewinner, The Barlow, war es glaube ich von dem Mario Kart, nicht von dem Mario Kart, von den, ach wie heißt Minecraft Key Gewinner, dass der sich sehr gefreut hat und also wirklich sehr, sehr gefreut hat. Und ich möchte nochmal sagen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und nochmal Danke an Gameladen. Wie es weitergeht mit Gameladen, kann ich nur sagen, Gameladen hat mir bis jetzt gesagt, sie würden gerne mit unserem Kanal weiterarbeiten. Ich hoffe, das steht noch fest. Ich werde es nochmal mit dem Berater von mir besprechen, wie das Ganze wird. Vielleicht wird es auch was Schönes zu Weihnachten geben oder für die Vorweihnachtszeit oder zu Neujahr. Das werden wir mal sehen. Vielleicht kann ich da aber ja was mit denen drehen. Und das war's auch schon. Wir haben jetzt 25 Minuten überschritten und haben bald 6 Minuten. Aber das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Mikroqualität war nicht zu schlecht. Aber ciao. Das Abo-Ciao hört sich scheiße an. Na egal. Ciao, Leute.